Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part auf Made in 2 Prios. Heute wieder mit dem Anfangsguide. Als kleiner Anfang machen wir ein kleines Up-Special. Das heißt, ich habe ein paar 30er-Waffen günstig gekauft und werde jetzt einfach mal ein bisschen Uppen probieren, weil ich mich selber natürlich interessiere, wie ist die Erfolgschance von so 30er-Waffen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und dann werden wir heute auf jeden Fall noch zum Weißen Eid gehen. So, jetzt müssen wir das nur hochappen. Mal gucken. Das kostet recht viel Yang natürlich bei den Gildenschmieden. Ist logisch, aber vielleicht kriegen wir ja was auf 9. Ist immer so spannend, wenn man was abt. Plus 6 ist er schon mal. Mal gucken, ob er auf 7 geht. Plus 7. Mal gucken, ob er auf 8 geht. Nein, leider fail. Okay, dann hier haben wir einen besonderen, der hat nämlich 17 FKS. Der war etwas teurer, aber ja, vielleicht bringt es eher. Aber das ist natürlich mit den Abschossen ja nicht so berauschend. Klar, aber man braucht einfach eine 30er Waffe für den Anfang. Wenn ihr mal selber so um den Dreh dann seid, so plus 7 geklappt. Wird auf 8 gehen. Geklappt. 17 FKS. Phoenix-Spieß plus 8. Geht's auf 9? Nein, leider nicht. Das wäre jetzt natürlich schön gewesen. 17 FKS, Phoenix-Spieß auf 9. Dann machen wir jetzt hier die Hauptstundenfächer. Ah, da sieht man mal, die Abschance geht auf, sei mal 7, 8 ist relativ gut und vielleicht sollte man, wenn dann 9, doch auf Nummer sicher eine Segi nehmen. 8, 9, das ist immer so um den Dreh. Man sieht es ja jetzt, wir sind schon bei 5 kk Abkosten. Okay, der ist jetzt auf 6 fail. Ja, aber dann könnt ihr einfach mal so sehen, wie die Erfolgschance bei den 30er Waffen so aussieht. Bei dem Gildenschmied, sage ich mal, sieht es wohl bis plus 6 bisher nicht schlecht aus. Plus 5 noch, ja. Also da geht's recht gut durch. Auf 6 wird es natürlich dann kritisch. Und bei 7 fängt dann so langsam das wirklich kritisch an. Jetzt geht er auf 8. So, jetzt lassen wir den einfach mal auf 8 und ab mal. Ui, der hat ja 33 DSS. Ja gut, auf einem Herbststundenfächer nicht von Vorteil DSS zu haben. Weil es ist ja eher so eine PvP-Waffe für Schamanen. Eher die Glocke ist da von Vorteil. Aber manche nehmen es auch fürs PvM. Ab wir das einfach mal hoch und dann werden wir sehen, dass ein Erfolg wird oder nicht. Auf jeden Fall ziemlich viel Abzeugs und geht auf 8, geht auf 8. Nein. Okay, nächste. Also ich liebe sowas so zu abben, deswegen mache ich das auch oft, dass ich dann halt einfach mal 30 kk verschleudere für sowas. Für die Waffen selber und halt die Abkosten und so, weil ich mag das einfach nur. Auch wenn es nur Low-Level-Zeugs ist, so wie das VMS letztens oder halt, ja okay, der ist auch kaputt, oder halt das Silberarmband. Ich habe auch schon letztens 3 LPP auf 9 geschrottet, aber es macht mir einfach Spaß, deswegen da gebe ich halt ein bisschen Yang dafür aus. Kann man auch mal machen, wenn man dann genügend Yang verdienen kann in der Woche, dann kauft man sowas. Aber natürlich kann man es dann auch verlosen, das ist dann der Vorteil davon. Ah, das ist jetzt eigentlich eher eine gute Glocke. 32 DSS. Aber bisher ist mal noch relativ viel gefailt, muss man sagen. Also es scheint wohl doch dann Glück dahinter zu sein, ob man jetzt eine 30er Waffe auf 9 hier kriegt oder nicht. Die antike Glocke wäre natürlich auch schon was. Ja, habe ich mir gedacht. Aber eher gehen meistens die Waffen hoch, wo wenig DSS haben oder halt schlechte Werte. Auch wenn man sagt, die Chance sei gleich. Irgendwie glaube ich das immer nicht so ganz. Ja. Plus 6. Auch Fail. Also die Glocken sind jetzt beide auf 6 Fail. Dann machen wir jetzt VMS weiter. VMS finde ich. Ja, die werden ja. Da wird sowieso immer gesagt, warum nimmt man eigentlich keine Rick oder so. Erstens mal, VMS ist auf jeden Fall, werde das schneller wieder los, weil das brauchen einige Klassen. Und
Ja, es ist ja nicht nur, es kann ja Ninja benutzen fürs PvM, einen Krieger, einen Sura. Ja, und ein Rek kann halt nur einen Krieger benutzen und deswegen, ja, erstens mal, es wird weniger gebraucht, jetzt fällt es aber ziemlich. Und zweitens, ja, Rek sind vielleicht gut zum Metin-Farmen, aber wenn man mal vom Boden aus leveln will, dann ist eine Roteisenklinge jetzt nicht so von Vorteil, finde ich. Deswegen, ich bezeichne auch ein VMS als Universalwaffe. Also VMS ist ganz kritisch, so wie es aussieht. Heute will es wohl nicht so ganz mit dem ab. Ja, wir werden sowas öfters machen. Ich werde da so 40 kK mal als so ein Raserei dafür opfern und einfach mal so Abversuche wagen. Auch mit anderen Sachen wie Silberarmbänder und so, dann könnt ihr das mal so ein bisschen verfolgen. Ich finde auch diese Up-Videos sind immer richtig cool, auch im High-Level-Stuff, da wird es natürlich teuer. Aber weißt du, das finde ich einfach mega geil, sowas. Weil es einfach, ja, da ist dann Nervenkitzel, wird es klappen oder nicht. Ist einfach hoch. Vielleicht mache ich sowas auch mal, dass ich halt ein paar Schmiedebücher kaufe und da davon dann, ja, so ein Phönixbogen auf 9 ab, weil ich den eh brauche. Ja, aber irgendwie will es halt nicht ganz. Alle Waffen sind kaputt. Der Herbststundenfächer wird auf 9 sicherlich auch failen. Dann haben wir 20 kK erfolgreich verabbt. Naja. Oder der Crew-Schmied ist schuld. Müssen wir mal einen anderen Schmied suchen, wenn er das Reck jetzt nicht auf 9 macht. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Schmied. Der hat alles kaputt gemacht. Alles. Okay, ja, was machen wir jetzt mit dem? Ziehen wir den drauf? Den ziehen wir einfach aus Wand drauf, oder? Komm schon. Ja, plus 9. Okay. Also, von gefühlten 20 Waffen ist eine plus 9. Wunderbar. Okay. Ja, den können wir eigentlich auch da verlosen dann. Das machen wir einfach die Sachen, wo man hier jetzt dann rauskriegt immer. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, in jedem Part werde ich jetzt sicherlich nicht so 40 kK ausgeben oder so. Aber vielleicht mal so einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen gibt es so ein Up-Special und da alles, was da plus 9 geht oder so, wird verlost. So kann man das da machen. Also ich finde die Up-Parts halt immer cool. Deswegen will ich das auch machen. So, als zweiter Punkt, wir gehen nochmal weiße Aids klopfen. Und dann werden wir sehen, ob wir da jetzt endlich mal was droppen. Weil es kommt halt komisch, man droppt einfach nichts. Halt, der war doch auf meiner Liste hier. Halt, J. So, ja, da ist er doch. Den müssen wir killen. Killen, killen, killer. Juhu, Türkis Kleidung. Ohne Bonus, aber ist ein Level 9er. Jo, das behalten wir mal. Gut, die Level 25er Waffen, die gibt's eh. Und der Langbogen gibt's auch. Alle die Sachen, wo es eh bei der beim Waffenhändler oder so gibt, das kann man wegwerfen, das bringt's nicht einfach. Ja, sowas wie Bogen auch, das bringt's einfach nicht, wenn man das behält. Es verstopft einem nur das Inventar. Aha, da war irgendjemand, wahrscheinlich so ein Mietinstein. Wo ist denn meine Buff? Hat's die gekickt? Sieht fast aus. Probieren wir es halt einfach mal ohne Buff. Die gehen dann halt langsamer runter, das merkt man schon. Aber man muss halt, ja, muss gucken. Hä, der ist doch aktiv. Dann schlage ich so langsam, ja gut. Okay, dann gucken wir jetzt einfach mal runter hier. Mutlose I. Ja gut, der droppt eigentlich nicht so gut das Stuff. Mutlosem Jung. Einfach die ganzen Mutlosen ständig umhauen, dann droppt man eigentlich was. Gut, sowas wie Weiß Haarband Plus und so wird natürlich nichts. Doch, das müsste da rausfallen. Aber sowas wie Schmuckgegenstand kommt hier nicht raus. Ja, genau. So, dann gucken wir mal, ob wir da was rauskriegen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Aber ich droppe irgendwie nichts. So hoch kann ich eigentlich nicht sein, weil 15 ist eigentlich, finde ich, ein optimales Level, um hier was zu machen. Okay, da haben wir Jan gedroppt und immer wieder Spenden nicht vergessen.
zu der da. Der da. Aber wir kloppen alle um. Hä, hey, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Jetzt. Oder geben die so viel XP? Nein. Na. Gut, rotes Haarband wäre natürlich sehr schön, weil die kosten 1,5 bis 2k, wenn man sie glaubt, für das Weißgoldarmband oder für irgendwas braucht man sie. Und da kommt. Ah ja, Goldheitsketten, genau. Auf plus 8 glaub. Und da. Die gibt's nicht so oft auf dem Markt. Das wäre natürlich was ganz Tolles, wenn es mal fallen würde. Was ich eigentlich noch im zweiten Teil machen will, ist noch ein Stück Edelstein farmen. Das wird dann die Farmstelle 3. Weil normalerweise, gut, mit Level 15 kann man noch Stück Edelstein farmen. Und ich würde sagen, bis so 20. Das heißt, wir werden da die Farmstelle noch erkunden. Und ja, dann werden wir natürlich vom Level immer höher werden. Und werden dann die anderen Farmstellen des Low Levels noch erkunden. Um halt, ja, das habe ich mir so vorgestellt, so eine Art Zusammenhang zu bilden, also nicht ständig irgendwas anderes an Videos bringen, sondern ein Thema fertig bringen. Das heißt, das werden jetzt halt nur Low-Level-Guides kommen, beziehungsweise halt vereinzelt Videos, wo einen anderen Content haben. Aber, dass man einfach eine Serie hat, weil dann hat man alles gesehen, ja, das und das rentiert sich. Und hier wird's gefarmt und ja, mit was schafft man das relativ gut. Und wie man hier sehen kann, gut, ich habe jetzt die drei Sachen, wo eigentlich gut sind und der Rest ist Standard. Da reicht eigentlich, wenn man 2k TP hat, das reicht völlig aus. Und wenn man, ja, mit Level 18 kann man sich gleich einen Tipp holen. Ich weiß nicht, ob sich der Eisenplattenpanzer wirklich rentiert. Eine Level 0er Rüstung plus 9, das reicht schon aus. Ein Bambusschwert plus 9. Die Boni sind eigentlich noch relativ egal. Finde ich von meiner Seite aus, ihr braucht halt nur Death, dass ihr euch kein Damage machen und ein bisschen mehr Damage und das reicht dann schon. Ja, jetzt gucken wir mal noch auf die Map 2, da mache ich jetzt kurz Stop und dann machen wir das mit dem Stück Edelstein. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf der Map 2. Das ist die Farmstelle 3, Stück Edelstein. Die findet ihr hier. Und hier unten und dann gibt es noch eine da oben links hinter der Brücke. Da findet er diese oder halt auch diesen schwarzen Checkto oder so wie er heißt. Und da droppt er ein Stück Edelstein. Ja, und ja klar, es gibt jetzt nicht so viele, deswegen muss man auch nebenher andere Monster wegkloppen. Das Problem ist natürlich, mit Level 15 werdet ihr da wahrscheinlich relativ schnell Level up werden, wenn ihr die anderen Monster auch wegkloppen müsst. Gut, für uns jetzt kein Problem, da ist nur ein Psychischwert. Weil wir müssen sowieso Richtung Level 18. Dann um die nächsten Farmstellen zu erkunden. Weil das nächste wäre dann den Affen-Dungeon. Und ja, da, ich würde sagen, da rentiert sich Level 18 schon. Mit Level 18 könnt ihr relativ viel farmen, das ist Affen-Dungeon. Dann die Vollmondschwerter, Reckinsel, das sind alles so die sag ich mal, Gebiete, wo sich mit Level 18 lohnen. Aha, eine Klefe. Und ja, deswegen Level 18 ist ein gutes Level, da muss man dann hin. Und dann kann man da farmen gehen. So, und wir müssen jetzt immer diese böse Sturmjoran killen. Und da kommen normalerweise ein Stück Edelstein raus. Ich habe ja letztes Mal schon gezeigt, ich habe da einen gedroppt. Und ja, das war vielleicht auch mehr Zufall, weil ich halt eine Gruppe mal down geklopft habe und da kam schon einer raus. Aber ja, wenn man hier natürlich mit Buff und so rumläuft, hat man große Chance, hier richtig viel zu droppen. Die kosten so im Schnitt, sei mal 500-600k pro Edelstein. Vielleicht etwas weniger wie auf anderen Servern. Aber ja, zum Yang verdienen reicht es noch aus. Man muss halt aktiv machen. Das heißt einfach, ja, einfach einen geeigneten Ort finden. Von mir aus auch hier unten oder so, wo diese Checkto sind. Das, ja, genau die da, Checkto oder wie das auch ausgesprochen wird. Da droppt er halt auch diese
Stück Edelstein und die gibt es da unten recht viele und da Mitte links hinter der Brücke, da gibt es auch recht viele. Ja, und da könnt ihr eigentlich Stück Edelstein relativ gut farmen. Aber es sind halt stärkere Monster dabei, wie hier. Und deswegen, gut, das ist jetzt schon ein Level 45er, da kommt jetzt irgendwie nichts raus. Können wir eigentlich auch mal schnell hingehen und gucken, ob wir die schon schaffen mit dem Equip. Dann könnt ihr es da mal sehen, mit den drei Teilen. Gut, Bambus braucht keinen Bonus. Der Panzer braucht eigentlich nur TP, das reicht aus. Der hascht es nur wegen Speed jetzt. Und Silberarmband, das heißt Def und TP ist eigentlich immer wichtig. Def, TP und TP Absorb beim Krieger sind generell, sage ich mal, bis zum Ende des Spinnendungeon 3 wichtig. Wenn er mit Grotte anfängt, dann ist TP und TP Absorb wichtig und halt auch die Salvi abblocken. Ja, also die Def geht eigentlich so, sage ich mal, ja, bis zum SD3 und dann sollte dann weniger auf Def gehen. Deswegen wird auch immer wieder gefragt, warum nehmen dann die Leute nicht verzauberte Rüstung beim Waffensura, weil schlichtweg die Def zum Beispiel in der Grotte einfach ein Nachteil wäre, weil man dann Durchbruchschaden bekommt und ja, das ist einfach ein Nachteil, die Def. Gut, jetzt gucken wir, genau aus diesem kriegt man halt diese Stück Edelstein, deswegen die kann man eigentlich recht gut farmen hier, weil es die in Masse gibt. Aber man hat dann halt auch die anderen mit dabei. Und ja, die sind halt nicht so einfach, weil sie halt mehr TP haben und ein bisschen mehr ziehen. Ein Kriegsbogen, was war das nochmal? Ah, der 15er, den brauchen wir nicht. Ja, und deswegen, die ziehen halt auch mehr. Und ja, dementsprechend sind sie dann halt auch schwerer. Und ihr müsst euch dann halt mehr anstrengen, um die zu killen. Deswegen, ich farm eigentlich meistens gut, da hat es die Gruppe auch. Teilweise nicht mehr so oft wie da oben vor der Stadt, aber ja, Eisenfächer, den können wir glaube ich wieder mitnehmen. Oder ist das die 5er? Ja, die brauchen wir dann doch nicht. Okay, dann gucken wir noch da hinten die Gruppe. Ja, das ist so Farmplatz 3, also wo man so hingeht, da kann man auch nur mit Level 15 farmen. Aber am besten ist halt wirklich Level 18, weil das Level erhöht halt auch die Drop-Chance dann. Weil die sind halt teilweise schon richtig hoch. Und deswegen, da droppt er halt auch nichts, wenn er... Ja, ich sag immer so, mein Grundsatz ist immer plus 15, minus 15 Level ab, dann droppt man noch was. Und wenn man da drüber ist, oder halt auch, ja, wenn man schon 10 Level über dem Monster drüber ist, dann geht's langsam, sag ich mal, nicht mehr, dass man was droppt. Kommt natürlich auch drauf ein, was die Gameforge bei den Werten auch einstellen hat lassen. Zum Beispiel im High Level kann man selbst mit 120 noch gleich gut droppen beim Raser und beim Nemerel, wie wenn man jetzt 105 ist. Ja, aber das gibt's halt nicht überall, sondern jetzt halt gerade nur im High Level, weil wahrscheinlich halt noch kein neuer Dungeon rauskam, weil Melee's Horde kann man nicht zählen als neuen High Level Dungeon, weil der ist unmachbar. Man braucht generell mal irgendwas wieder, was wieder wie ein Drache wäre. Der Drache, naja, ich sag mal, das war immer was Besonderes wegen der Ingame-Anzeige, wegen dem Flair, sag ich mal. Ja, man, ja, es kommt immer nur eine Gruppe rein und ja, deswegen, das war immer schon was Besonderes früher. Die Drachenkrallenschuppen, das weiß ich noch, wie heute, dass man da wirklich, da ist man drauf abgefahren, weil die halt. Ja, die waren halt noch was Besonderes. Heute sind sie es leider nicht mehr. Ja. Und auch diese Itemshop-Sachen wie jetzt Steinehandbuch, dann Gegenstand switchen und verstärken. Das sind so Sachen, die hast du aus der Rache rausbekommen. Das haben wir auch schon rausbekommen. Nicht oft, aber man hat es rausbekommen. Das war einfach was Besonderes. Die Bosse wie Devil Catacomb, dazu Azrael und so. Das ist, ja, die sind einfach gar nichts mehr. Drache geht noch, wegen dem Yang und alles, aber Sensi und Azrael sind einfach nichts mehr. Obwohl man den Run eigentlich mal als Update gekauft hat, deswegen verstehe ich nicht, warum man den dann nicht einfach refresht und einfach neue Drops hinzufügt.
Was natürlich dann viel cooler wäre. Die Drops müssen nicht mal handelbar sein oder so. Einfach für einen selber und einen Tag Lolli oder sowas. Das wäre mal was Cooles. Oder ein 10-Stunden-Lolli oder ja, generell irgendwas, was den Boss wieder interessant macht. So, ja, die Gruppe können wir noch machen. Und dann gucken wir da auf jeden Fall nächstes Mal weiter. Weil Stück Edelstein ist so eine Sache, da bin ich selber noch, habe ihn selber noch nicht so oft gefarmt. Und deswegen will ich das da noch ein bisschen erkunden, ob man da jetzt mit Level 18 noch mehr oder halt was droppen kann, weil ich habe jetzt erst einen. Und ja, das ist halt immer so ein Nachteil, denn in einem Part kann man das nie zeigen, was man jetzt in einer Stunde droppt. Man müsste dann das Video extrem kürzen und dann, ja. Okay, ja, den Hauptstundenfächer verlosen wir heute auch wieder. Und ja, mich würde mal generell noch interessieren, wer jetzt wegen den Videos neu angefangen hat. Das haben mir einige schon gesagt. Ja, würde mich einfach mal interessieren. Also gefühlt hätte ich jetzt 15, 16 Leute gesagt. Ja. Und natürlich wie immer, wenn ihr Startkapital braucht oder eine 30er Waffe jetzt für einen Schamanen zum Beispiel, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Einfach abonnieren, ein Like da lassen und dann ein Kommentar über Slow Level, beziehungsweise was du zum Beispiel auch ja vom Server Prios haltet oder generellen Ideenvorschlag oder ja, ich will einfach der Community mal ein bisschen fordern und fragen, was man an dem Spiel so ändern soll oder wie ihr das Spiel halt generell findet. Jo, dann danke ich fürs Zuschauen und auch fürs fleißige Abonnieren. Wir stehen kurz vor den 500, was mich mega freut. Da habe ich mir auch schon was überlegt, was wir dann machen werden bei den 500 Abos. Da gibt es dann ein Special. Und das wird die komplette Community von Prius mit einbeziehen, die wo die Videos schauen können, daran teilnehmen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.